Hallo, ich bin Alex von der Industriearena und bin gerade beim Stand von Chiron. Neben mir steht der CSO von Chiron. Und was können Sie uns über Ihr Unternehmen kurz sagen? Also die Chiron Group, wir sind Hersteller von vertikalen Bearbeitungszentren im Fräsbereich. Einspindlich, zweispindlich, dreiachsig bis fünfachsig. Immer da, wo es um hohe Produktivität und Präzision geht, werden wir verwendet. In den Branchen, demzufolge auch in den Branchen von der Anwendung. Wir haben 1900 Mitarbeiter, sind weltweit aktiv, haben 12 Vertriebs- und Servicestandorte eigene, weiteren 56 Ländern präsent und haben 7 Produktionsstandorte. Ja, Sie können, wie wir sehen, sehr große Maschinen, aber auch sehr kleine Maschinen. Und die Micro 5 gucken wir uns jetzt an. Sehr gerne. Herr Hilgert, wir sind bei der Micro 5 angekommen. Eine etwas andere Maschine, als wie wir sie sonst von Ihnen gewohnt sind. Was können Sie uns über die Micro 5 erzählen? Ja, die Micro 5 ist unsere kleinste Maschine, die wir im Programm haben. Also nicht nur die Größe unterscheidet sie ein Stück weit von unseren anderen Maschinen, sondern sie ist eine, ich sag mal, Hochgeschwindigkeitsbearbeitungsmaschine, die aber auch eine ganz, ganz geringe Leistungsaufnahme hat. Also die Maschine selber ist konstruiert, sehr kompakt, damit mit deutlich reduzierteren Massen. Die haben nur 15 Kilogramm bewegte Masse in der Maschine drin, damit eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Und jeder Techniker weiß in aller Regel, das, was ich nicht als Leistung ziehe, geht mir auch nicht in die Wärme in die Maschine. Deswegen ist sie hochpräzise. Das ist vergleichbar mit unseren anderen Maschinen, die wir so haben, und hochdynamisch. Aber sie hat zusätzlich noch eine ganz geringe Leistungsaufnahme. So viel wie Ihre Kaffeemaschine zu Hause, nur dass Sie da ganze Uhrengehäuse runterbekommen. Und überall da im Einsatz, wo es um hohe Präzision und hohe Genauigkeit im Mikrobearbeitungsbereich geht. Ja, Sie haben gerade das Thema Effizienz angesprochen. Und was Sie da so machen, gucken wir uns jetzt an. Sehr gerne. Herr Hilgert, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Was macht das Unternehmen Chiron zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, wir haben ja gerade eben gesehen bei der Micro 5, da haben wir es auf der Maschinenseite gesehen, eine hochenergieeffiziente Maschine mit wenig Verbrauch. Da das Thema Nachhaltigkeit, ich sag mal, uns generell wichtig ist, haben wir auch schon seit 2021 unseren eigenen Nachhaltigkeitsbericht auf freiwilliger Basis. Demnächst muss man es ja ab einer gewissen Unternehmensgröße zwanghaft, und wir machen es seit 2021 selber, kann man auf unserer Webseite entsprechend runterladen. Wir erzeugen, ich sag mal, fast 20% unseres Stromverbrauchs schon selber und sind als einer der wenigen Werkzeugmaschinenbauer auch im SPD, haben uns im SBTi committed, wie wir in den nächsten Jahren unseren CO2-Ausstoß verringern wollen. Ja, herzlichen Dank. Jetzt wollen wir uns das angucken, wofür wir Chiron bisher kennen, und wollen gerne uns die Baureihe 15 und 19 ansehen. Sehr gerne. Hilgert, wir sind angekommen bei der Baureihe 15 und 19. Was können Sie uns sagen, was ist neu an den beiden Konzepten? Also Baureihe 15, Baureihe 19, exemplarisch für unser Produktspektrum. Auf der rechten Seite die 19er, also hinter Ihnen, ist die neueste Maschine, die wir auf der Messe haben, also als Neuentwicklung. Zeigt übliche Chiron-Gene, hochpräzise hochproduktiv. Aber und zusätzlich, die haben wir ein bisschen größer gemacht, auch für größere Werkstücke und auch eher für die Schwerzerspannung geeignet. Okay. Auf der rechten Seite sehen wir die 15er. Die ist etwas kleiner, ist für die auch hochpräzise und hochproduktiv, ist aber für die leichtere Zerspannung und zusätzlich noch automatisiert. Also das heißt für die vollautomatisierte Fertigung beim Kunden. Hier haben wir nochmal die Produktivität gesteigert. Das ist, ich sag mal, eine überarbeitete Version, die wir aktuell neu in den Markt eingeführt haben. Die ist ca. 5-10% produktiver wie die Vorgängermaschine. Prima. Und wie genau das funktioniert, das wollen wir uns im Podcast bei Chiron angucken. Also Voice of CNC schaut hinter die Kulissen, demnächst mit Chiron. Hilgert, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen erstmal noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlichen Dankeschön. Danke auch.